Hallo und willkommen zurück zu Shenmue 2, wo wir jetzt hier ganz viele Leute vermöbeln müssen. Und ich überlege gerade, ob wir das noch heute Nacht machen sollen oder ob wir gleich pennen gehen sollen und sonst die Zeit bis morgen verstreichen lassen sollen. Aber wir suchen erstmal nach Clues, die uns dabei helfen, die Leute zu finden. Und vielleicht hauen wir dann morgen schon den ersten weg. Mal sehen, es ist schon 19:30 Uhr abends. Das ist normalerweise nicht so dunkel, zumindest nicht. Okay, es ist der März. Ja, doch, kommt hin. Ja, doch. Kann hinkommen, da es so früh dunkel war. Hier war auch relativ lange dunkel. Weißt du was über die Typen? Excuse me. Yes. Wen nehmen wir zuerst, den hier? I'm looking for this man. I really don't know. What does this person do? She looks like a fighter. In that case, why don't you ask at the street fighting place? Is there a street fighting place around here? There are four places in the Thousand White Quarter. One of them is an arena at the construction base. I understand. Thank you very much. Gut, aber weißt du was? Hier ist auch sowas. Genau da. Ich will jetzt keine Ladezeit haben. Verdammt! Ich will keine Ladezeiten. Former Barracks. Alles klar? Vielleicht sind die Nachnamen der Barracks Obama? Hallo. Excuse me. What do you want? Do you know this man? That's Greg. Do you know where he is? He's fighting at the Blue Dragon Garden on the edge of the Stand Quarter. Blue Dragon Garden. Yeah, ask around in the Stand Quarter. I understand, thank you. Der Stand Quarter, das ist doch schon so ziemlich unsere neue Heimat. Geh mal weiter, Rio. Und ja, da kennen wir uns aus. Da irgendwo ist der Blue Dragon Garden. Da müsste dieser Greg sein, den wir einfach vermöbeln werden. Hat der ein RPG, Heaven? Na egal, Thousand White Quarter ist nicht falsch. Los, lass schneller Spiel. Ich wollte doch singen. Ich lasse es lieber. Ich weiß nicht, ob euch das so gefallen hat beim letzten Mal. Aber es ist mir eigentlich egal, ob es euch gefallen hat. Ich singe einfach. Aber es ist gerade keine Ladezeit. Jetzt will ich auch mal gucken, was hier ist, wenn ich geradeaus weitergehe. Wo komme ich hier raus? Sieht ziemlich heruntergekommen aus. Old Government Office Site. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ich bin immer gleich nach links hochgegangen. Mal gucken, was haben wir hier? Glücksspiel? Glücksspiel. Ach doch, hier war ich schon mal. Hab hier ein Spiel verloren und bin gleich wieder gegangen. Ich bin nicht so ein Glücksspiel-Fan in Shenmue. Ich habe immer das Gefühl, die ziehen mich übers Ohr. Gut, dann gehen wir gleich wieder zurück. Denn wir wollen ja nicht, dass es irgendwie noch ausartet und wie die Leute verprügeln müssen, weil sie unser Geld klauen. Gleich hier hoch. Wieder eine Ladezeit. Mir fällt gerade kein Lied ein. Was könnte man singen? IKEA, just an oak and some wood and a handful of Norsemen. IKEA. Okay. Stand, jetzt habe ich gerade nicht geguckt, wo wir eigentlich sind. Ist nee, das Stand Quarters um die Ecke. Los, hey, verkauf uns was. Nein, wir wollen nichts kaufen. Hier lang. Ah ja, die mit der lauten Musik, das ist der Stand Quarter. Bam, badam. Aber ein Wasserfall, so eine schöne Dekorationsdinger, die mag ich in Shenmue 2. Die sind einfach schön. So, wo ist Greg? Small Dragon Garden, das ist das schon mal nicht. Ist doch der Blue Dragon Garden gewesen, oder? Mal sehen. Hier war doch der blinde Typ. Hier ist der Stargazing Point, das stimmt. Hier, du. Excuse me. What? I'm looking for this man. How do I get to the Blue Dragon Garden? Blue Dragon Garden? I happen to be going past there myself. If you'd like, I'll show you the way. Thank you very much.
Na gut, lass uns einfach mal führen. Warum auch nicht? Da kann ich dir mal ein bisschen was aus meinem Leben erzählen oder sowas. Nee, keine Ahnung. Was kann ich erzählen? Wir sind hier in Shenmue 2. Shenmue 2 ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Und ich liebe es. Sind wir da? This is the place. You were a big help. Thank you. Oh, not at all. Du warst keine wirklich große Hilfe. Ach, hier ist der... Okay, war direkt da vorbei. I want to ask you something. You want something? Yeah, there. Do you know this man? Yeah, he fights right here. Really? He has never lost a bout. It costs $1,000 to get in. Ja, wir haben ein bisschen wenig dafür, ne? Some other time. Come back anytime if you change your mind. Aber ich glaube, dass... It costs $1,000. Ja. Nee, ich möchte gerne was über den Some other time. Come back anytime. Weil ich glaube, dass der Afro-Samurai, der kostet ein bisschen weniger. Ich glaube, der kostet 500 oder sowas. Excuse me. Weißt du was? Take a look, it's a bargain! Do you know this man? You mean the fighter? Ask somebody at a place where they hold street fights. There's a small dragon garden. It's behind that stand. It's past that skinny path. I see. Alles klar, nun wir fragen die einfach mal. Und wenn wir schon mal da sind, dann machen wir gleich ein paar Street Fights, damit ich zumindest die $500 zusammen habe. Damit ich zumindest einen bekämpfen kann erstmal. Small Dragon Garden, 8:24 PM. Ich lese schon hier den Ladebildschirm vor. Warum mache ich das ständig? Es gibt überhaupt keinen Grund, das vorzulesen. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach nichts, über das ich reden kann, weil... Mein Leben ist langweilig. Ich hasse euch. Nein, ich liebe euch alle. Du weißt was. Hey. Excuse me. What can I do for you, kid? Do you know this man? Oh yeah. That's Rod Stunt. Do you know where I can find this person? He fights in the Phoenix Building, in the Dim Sum Quarter. The Phoenix Building? Yeah. You can get there from the Tea Break Building. Ask someone in the Tea Break Building. Alright. Thank you. Alles klar, Tea Break Building, das werden wir dann wohl machen, sobald wir hier ein bisschen Geld zusammengeschaufelt haben. Und ich würde sagen, ich mache einen Schnitt, denn ihr wollt die Kämpfe nicht normal sehen. Also bis dann, wenn ich genug Geld zusammen habe. Ich habe leider fast mein ganzes Geld verloren beim Street Fight und deswegen muss ich jetzt irgendwie auf anderen Wege an Geld kommen. Auf einem Weg, bei dem ich nicht mein ganzes Geld verlieren kann. Dafür gehen wir hier in dieses Warenhaus hinein und nehmen einen Teilzeitjob an, indem wir wieder Kisten schleppen. Im Thousand White Warehouse können wir Kisten schleppen. Hier rennt nämlich irgendwo eine nette Dame rum. Hier steht sie. Die sprechen wir an. Part-time-Job. Can I work that part-time job now? I was just looking for some help. Come on in. If you're free, are you interested in some part-time work? Ja, habe ich gerade gesagt. Okay. Well, let's start right away. Yes. Ja, und ist eigentlich dasselbe Ding wie vorher auch. Ich will es euch nur einmal zeigen, bevor ich hier das auslasse. Denn ich möchte euch ja alles in diesem Spiel zeigen, was nicht möglich ist. Well then, get started and carry the crates. We'll try hard today, okay? We'll start. We carry the crates over there. Okay. Left. Wieder QTE-mäßig. When Kongo say nothing, push forward! Push! Okay. Und geradeaus. Right! Right! Left! Right! 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 Left! 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 Right. Right. Put it down, okay?
Und das war's. Ich wollte euch nur einmal zeigen, wie das alles ist. Ich habe gerade nicht kommentiert, weil ich nicht unbedingt diese QTEs versauen möchte. Aber gut, ja, wenn wir hier fertig sind, genug Geld zusammen haben, dann melde ich mich nochmal bei euch. Bis dann.